Dancing with Demons. Mungo-Anwalt Außendienst heißen euch willkommen. Drei Verteidiger der Wahrheit unter der Sonne. Alf, Teil 6. Am Leben festhalten. Am liebsten frei. Schau bei ewiger Mungo-Craft und Naturkraftwerk vorbei. Alf, Teil 6. Reusen, Messer, Vögel. Und wieder dient dieser Beitrag als Inspiration für gutes Equipment. Ich stelle dir hier Dinge vor, die ich persönlich gut finde. Du musst sie nicht kaufen. Du musst sie auch nicht in den Shops, die ich unter diesem Video in der Videobeschreibung verlinkt habe, kaufen. Ein Narr. Wer glaubt, ich würde hier Provisionen kassieren? Es ist gutes Equipment, aber nichts, mit dem man gegen einen Cthulhu bestehen könnte. Hier hilft dann bloß noch Schlauheit. Etwas reißen könntest du dagegen mit diesem Equipment bei Figuren wie Lopan. Beginnen wir also Teil 6 von Alf mit Reusen. Und hier sei vorab eins gesagt. Reusen dürfen nur mit Genehmigung des Gewässerbetreibers oder Besitzers und einem gültigen Fischereischein ausgelegt werden. Sie sind also für den Notfall gedacht. Außer du bist Besitzer eines Fischereischeins und besitzt überdies die Genehmigung. Warum das so ist? Nun, auch ein Fisch, den du mit einer Reuse fängst, musst du fachgerecht töten, damit das Tier nicht unnötig lange leidet. Und nicht jeder kann einen Fisch ausnehmen. Bei meinem Equipment-Tipp muss man das aber allerdings auch überhaupt nicht, denn ich spreche von einer Krebsreuse. Krebse kann man sehr leicht töten, ohne dass sie lange leiden müssen. Man gibt sie einfach Kopf vor in kochendes Wasser. Diese spezielle Krebsreuse ist 30x90 cm groß und kostet nur 8,50 Euro. Sie hat ein sehr kleines Packmaß. Und solltest du im Notfall dann Krebse fischen, ist das nicht mal gegen die schönste Mama von allen, denn du würdest dann Signalkrebse fischen. Eine invasive Art. Leicht zu erkennen an dem weißen bis türkisnen Fleck an jeder Schere, dem glatten Panzer und dem Fehlen von Dornen an der Nackenfurche. Es gibt sie mittlerweile nahezu überall bei uns und an einer guten Stelle kannst du in einer Stunde 50 bis 60 dieser Krebse fangen. Zum Ausbringen und Einholen benötigst du noch eine schwimmende Leine. Diese hier ist 3 mm dick, 100 Meter für 17,50. Selbst hier könnte es Signalkrebse geben. Das weiß sogar der Bach. Und wenn Bach mal in den Bach muss, dann tut er das sehr gerne mit Wasserschuhen, um sich nicht zu verletzen. 13,95 Euro im Shop in der Videobeschreibung. Nicht in einen Bach steigen, solltest du. Nächstes Thema. Vögel, ich meine damit Vogelstimmen, und zwar Nachahmen von Vogelstimmen zur geheimen Kommunikation. Klar, du kannst auch einfach pfeifen oder rufen, aber das würde ein anderer bemerken. Hörst du dich wirklich wie ein Vogel an, ist das schon eine andere Sache. Ich empfehle dir hier ganz klar diesen Shop, den ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Er hat nicht nur eine sehr große Auswahl an Tierpfeifen, sondern noch sehr viele weitere skurrile Musikinstrumente. Und das Beste, es gibt nahezu zu jedem Instrument Klangbeispiele. Wie wäre es mit der Vogelstimme der Amsel? Sie verfügt über ein sehr großes Repertoire an Melodien und so kann man sich leicht eine aussuchen, die der andere dann auch bemerkt. Diese Pfeife ahmt. Mit dieser Pfeife kannst du eine Amsel nachahmen. Die große Variante, die du hier siehst, kostet 18 Euro. Und hier nun das Klangbeispiel dazu.
8 Euro günstiger, also gerade einmal für 10 Euro bekommst du die kleine Variante der Vogelstimme Amsel, diesmal aus Blech. Hier das Klangbeispiel. Mit einer solchen Pfeife kannst du deine Gruppe warnen oder alarmieren. Und ein Alarm ist auch der folgende Gegenstand, ein Stolperdrahtalarm. Ein kompaktes Notfall-Camping-Stolperdrahtalarmgerät, klein und einfach zum Mitnehmen. Der Zeltalarm eignet sich perfekt für zu Hause, im Freien beim Camping, Wandern, Rucksackreisen, an Türen und so weiter. 19,98 Euro. Diffuses, geringes Licht. Eine Überlegung wert. Auch eine Überlegung wert ist ein Infrarotknicklicht, das nur mit einer Infrarotkamera gesehen wird. Es geht weiter mit Messern. Dieses hier von UGG Tools ist sehr, sehr leicht. Es hat einen Griff aus Titan. 80 Gramm wiegt es gerade einmal. Das Tiny Flow mit Drop-Point-Klinge in 14C28N Stahl und einer sehr guten Basic-Scheide. 230 Euro, ein stolzer Preis, aber das Messer ist äußerst robust und wiegt, wie gesagt, so gut wie fast nichts. Doch noch nicht mit Messern weitermachen, okay. Dann kommen wir zu der Pocket Saw Handkettensäge für 22,95 im BB Online Shop. Ein akustisches Signal ist über weite Strecken hörbar und kann helfen, dass du gefunden wirst. Diese Drillerpfeife kostet 15 Euro. Es geht aber auch sehr viel günstiger. Dieses Signalhorn kostet gerade einmal 6,95 Euro auf bergfreunde.de und ist mit 120 Dezibel ein schwer zu überhörendes Signal. Vielleicht bringt aber ein akustisches Signal nichts. Du würdest gerne ein optisches Signal abgeben, eine Reflexion. Nimm doch diesen Signalpeilspiegel. Er kostet auch 6,95 Euro auf bergfreunde.de. Eigentlich immer bei dir führen solltest du eine Rettungsdecke. Sie ist wirklich sehr leicht und wärmt dich im Winter und kühlt dich im Sommer. 1,05 Euro. Immer problemlos im Geldbeutel dabei haben, könntest du solche Survival-Cards. Klar ist die Qualität nicht herausragend, doch im Notfall wäre ich, glaube ich, froh, wenn ich solche Karten dabei hätte. Wenn ich mich richtig erinnere, führt dieser Shop 5 oder 6 verschiedene Karten und jede ist für etwa 4 Euro zu haben. In Anführungsstrichen etwas robuster ist dieses Fellkniven A2, das man als professionelles Survival-Messer einordnen könnte. Die Klingenlänge beträgt 20 cm. Obwohl das A2-Modell relativ groß ist, ist es doch ein ausbalanciertes Messer und international gesehen eines der besten Messer, die es überhaupt gibt. Die 6 mm dicke Klinge ist extrem stark und doch schneidet dieses Messer aufgrund seiner handgefertigten konvexen Schneide fantastisch. Mit einem Gewicht von 145 Gramm und einer Klingenlänge von 12,5 cm kommt das Cold Steel SAK Kompakt. Die Klinge ist aus zähem SK5 Kohlenstoffstahl gefertigt. Dieser Stahl ist nicht rostfrei, dafür sehr stark und leicht zu schleifen. 51,95. Es heißt kompakt, weil es die Kompaktversion dieses Messers von Cold Steel ist, dem originalen SRK. Es kostet 239,99 Euro, wiegt 225 Gramm und besitzt eine 15,4 cm lange, 5 mm dicke Klinge. Auch
Sie ist nicht ganz rostfrei, also aufpassen. Das Easy Knives Modell 5 für 256,95. Ja, ich weiß, diese Messer kosten sehr viel. Doch ich möchte sie dir einmal zeigen. Das Easy Modell 5 ist ein sehr robustes Survival-Messer mit einer Klinge aus 1095er Carbonstahl. Die Klingenlänge beträgt 13,7 cm und das Messer wiegt stolze 435 Gramm. Das nächste Messer, das ich dir vorstellen möchte, ist das Extrema Ratio Selvens für 463 Euro. Mit 430 Gramm ist es ähnlich schwer wie das vorhergehende und zu ihm ist Folgendes zu sagen. Die Klinge besteht aus Böhler N690 Stahl, einem österreichischen rostfreien Stahl, der für chirurgische Werkzeuge verwendet wird. Dieses Messer ist für die robustesten Hackaufgaben vorgesehen. Eher als Gag präsentiere ich dir noch das Fellkniven NL5 Idun, ein Damaststahlmesser für 2022,12 €. Kein Scherz ist das Cold Steel Trailmaster für 449,99 €. Ein sehr großes und robustes, äußerst widerstandsfähiges Messer mit einer sehr langen Klinge. Nun noch einige Tipps. Du solltest einen USB-Stick mit wichtigen Dokumenten und Urkunden, Unterlagen, Ausweispapieren und was du sonst noch so alles hast, vorbereiten. Oder willst du das alles zusammenkramen, wenn es einmal soweit ist? Nun noch ein sehr wichtiger Tipp. Du brauchst Musik, mein Freund, wenn du unterwegs bist. Musik. Dieser digitale MP3-Player hat einen Speicher von 32 GB, eine eingebaute, wiederaufladbare Batterie und der kostet gerade einmal 6,90 Euro. Er hat einen kleinen Klinkenanschluss, um Kopfhörer anschließen zu können. Und im gleichen Shop auf eBay, in dem es auch diesen Player gibt, gibt es die folgenden Kopfhörer. Daher präsentiere ich sie hier zusammen. Sound Plus RM2 In-Ear-Kopfhörer für 9,29 Euro. Wie die Qualität ist, kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, dass du des Weiteren dann auch noch Musik benötigst und vielleicht ein kleines Geschenk vom ewigen Mungo gefällig. In der Videobeschreibung findest du einen Link zu einem Google Drive, wo du Sets von mir als MP3 herunterladen kannst.